Ganze zwei Gummi habe ich. Ich habe gar kein Gummi gekriegt. Kannst von mir noch ein Gummi haben, habe ich eingeschweißt. Das freue ich nicht. Sehr nett. Ah, kann ich vielleicht dem Andi geben, der kann sich das über den Stock ziehen. Richtig, der braucht das. Das denn jetzt? Damit er mit seiner Aggression klarkommt. Du, ich komme hier nicht weg. Scheiße, hast du auch schon mal gehabt? Ja, setz dich mal hin. Okay. Und dann stehst du nochmal auf. Ja. Hallihallo. Moin. Moin. Oder einmal davon an die... Ich komme hier an die Tür. Ich komme hier nicht hoch. Scheiße, was ist das? Einmal hinsetzen. Ja, geht nicht. Ja, aber ja, doch, geht. Einmal mit Querdenken hinsetzen. Was soll ich machen? Ach, zur Tür dahin, bitte. Ja, okay. Oh, warte mal. Ah, kann ich noch abliefern oder noch nicht? Ja, kannst du nochmal. Das ist schön, das ist schwer, nämlich, du. Hoffe ich, dass da was drin ist. Ja, eine halbe Stunde, Stunde. Ja. Hast du denn schon tickt? So. Deine Glückszahl? Das ist die 165. Dann braucht ihr die auch von mir? Die 165. Ja, entweder bleibst du bei mir oder gehst du in der Gang? Nee, ne? Wer? Wenn wir du bist? Ich? Ja. Ich bin dir, Johnchen, dir, nö. Ich bin neuer Star. Gang will ich gar nicht, so will ich gar nicht. Das ist mir zu viel Action. Jo, hab ich Sascha Komolov. Ja, warst richtig. Du gestern schon mal hier, ne? Habe ich dir nicht meine Nummer gegeben? Nee. Ich war, glaube Samstag das letzte Mal hier. Das, ja, ist auch gut möglich. Nehmen soll ich jetzt hinkommen? Ich gebe dir sonst nochmal meine Nummer. Das ist der Kollege Färbens. Eigentlich müsst ihr auch uns anrufen. Okay. Wenn ihr Ressourcen machen geht und dann machen wir das übers Handy. Und ja. Okay, habe ich. Sollen wir rausfahren, Netti? Oder den noch machen? Könnt ihr mir das, mal erklären, wie das hier geht? Jo, damit ich keine Mist baue. Nicht, dass ich irgendwie... Ja, ja. Wisst ihr, es gehört sich so manches ja nicht. Ne? Ja, erzähl mal, wie geht das? Mir jetzt erklären. So. Hier bei den Ressourcen könnt ihr arbeiten, aber der Laden gehört ist halt unter unserer Kontrolle hier und es geht auch um eure Sicherheit. Ja. Deswegen gibt es einen Ticketpreis. Der ist für eine Stunde 2000. Oh, das bin ich doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht mit meinem Rücken. Ich habe mal jetzt auf die Uhr geguckt. Ich bin jetzt 10 Minuten hier und mir tut schon alles weh, du. So lange bleibe ich doch gar nicht. Eine Stunde müssen sie aber jetzt auf jeden Fall. Also auf jeden 2000 Fall. Euro. Es ist auch immer jede angefangene Stunde 2000 Euro. Oh, ey, also da müsst ihr mit dem alten Typen mal ein bisschen, geht das nicht, du? Ja, also entweder bezahlst du es jetzt. Dann kannst du ja noch weitermachen. Ja. Oder du gibst uns deine Ressourcen, die du jetzt behalten hast, also die du jetzt bekommen hast und musst. Ja, gehen. Können wir das nicht so machen, dass ich euch jetzt. Ich habe gar nicht so viel Geld mit, du. Wie mache ich denn das? Ja, auf der Bank. Hast du auch nichts auf der Bank? Ja, das habe ich. Also stellt ihr mir eine Rechnung, oder? Wie läuft das hier? Ja, klar. Wir stellen eine Rechnung. Ah, das ist gut. So, das heißt also, dann können wir das so machen, dass ihr euch mich merkt und dass ich dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal eine halbe Stunde machen kann dafür. Nee, es ist immer jede angefangene Stunde. Ah, na gut, alles klar. Na gut. Ja, dann machen wir das. Wie geht das mit einer Rechnung denn so? Dann schreibe ich dir jetzt eine Rechnung. Alles gut? Ja, der Herr ist... Wie ist deine Glückszahl? Wie, was ist das? Jonas. Was ist was? Netti, was ist deine Glückszahl? Wie geht meine? Ne, mach. Ach, seine. Ihre. Wie geht 119. Das? 119. Du denkst positiv. Einmal Post, positiv. Post 1. Meint ihr jetzt mich? Ja, dann kannst du unsere Glückszahlen erraten. Ach so, wie geht das? Post 1 Muskel. Ach so, warte mal. Oh ja, da kommt was. Da zeigt was. Mhm. Ja. Und ich bin die dicke Zahl, ne? Ich hab dir jetzt eine Rechnung geschrieben. Ja. Hast du eine E-Mail auf deinem Handy bekommen? Warte mal, Handy. Na, warte mal, das ist das hier. Ja. Und jetzt, warte mal. Oh, da steht eine 1, du. Richtig. Ja, da gehe ich rauf. Und da klickst du auf den Haken, um das zu bezahlen. Wo bist du denn, du? Inbox oder was ist das hier? Ach nee, warte mal. Bist du der Julian? Richtig. Ah, pass auf. Und da gehe ich jetzt rauf.
So. Und dann ist da unten links so ein Haken. Also ein Haken, ja. Zum Akzeptieren. Gut. Und dann bezahlst du die Rechnung. Okay, drücke ich rauf jetzt. Jo. Und das war schon. Alles klar, Johnchen dir. Ja, genau, dir, Johnchen dir. Und, also, wenn ich dann mal wieder hierher komme, das kommt ja so selten, ich bin ja jetzt zwar, ich habe jetzt dann schon... Dann gebe ich dir meine Nummer. Ja. Und dann kannst du mich anrufen und dann machen wir das übers Telefon. Ja, können wir machen. Ja. Aber du bist nicht so oft hier, oder ihr seid nicht so oft hier. Ich telefoniere so ungern. Ja, wir kontrollieren hier schon des Öfteren. Ja, okay, das ist dann gut. Aber eigentlich, du hast ja jetzt meine Nummer. Ja. Das nächste Mal, wenn du jetzt hier Ressourcen machst, dann rufst du mich an und dann machen wir das Ticket übers Handy. Okay, machen wir so. Dann mache ich jetzt also noch weiter. Jetzt kannst du noch weitermachen. 10 Minuten hast du gesagt, bist du hier. Ja. Machst du noch bis 8:20. Okay. Ich habe da draußen meinen Postwagen stehen, ne? Da kann ich doch was reinhauen, oder? Da kannst du was reinhauen, aber ich glaube nur 80 Kilo. Ach so. Und kann ich den Wagen auch noch woanders hinstellen, weil der Weg ist mir so weit? Ja, nee. Drüben ist eine Garage, da kannst du ihn reinparken. Nee, da geht es nicht, weil da steht immer dann, ist nicht dein Auto. Ja, dann kannst du ihn hier vor der Tür abstellen, aber es ist halt auch gut nicht, dass er geklaut wird, ne? Ach Leute. So. Alles klar. Ja. Na ja, gut. Dann, wir müssen los, ne? Ja, alles klar. Ja, bis dann. Ja. Tschüssi. Ciao. So, dann muss ich weitermachen. Hat nicht geklappt. Sascha. Hörst du mich, Sascha? Sascha. Ja, ich hör dich, ja? Hat nicht geklappt. Nee, nicht? Nee. Hast du hast du mitgehört? Ja, ja, das ist geil. Jetzt muss ich das nächste Mal zahlen, so eine Scheiße. Das überlege ich mir dreimal. Das war gut, ey. Vor allem das, ich werde das gut mit einer halben Stunde ob ich es dir merken könnte fürs nächste Mal. Das war nicht gut. Na gut, dann werden wir weitermachen hier. Aber nun packe ich mir den Wagen. Ich sag nun, achso, warte mal. Ich sag nun, Oh, scheiße. Ich sag nun, packe ich den Wagen aber voll, du. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musst du ran. Oh, scheiße. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like hinterlasst und auch ein Follower werdet. Ich danke euch dafür. Mal sehen, wie es weitergeht in meinem Leben.